Es wird wieder gekuppelt im Fernsehen und zum ersten Mal wird eine lesbische Liebe gesucht. Wir sprechen darüber mal mit der Hauptperson. Hallo! Hallo! Fufis Film und Fernsehen in Serie mit Princess Charming, der weiblichen Version der schwulen Dating-Show Prince Charming. Die möglichst große Liebe sucht dieses Mal Irina Schlauch und 20 Kandidatinnen bewerben sich um sie. Irina, erzähl mal, wie war das für dich, so allein unter 20 Frauen, die es alle auf dich abgesehen haben? Also insbesondere am Anfang war da sehr viel Nervosität vorhanden. Insbesondere der Moment, als ich das erste Mal auf alle getroffen habe. Aber ich muss auch dazu sagen, dass die es mir alle sehr, sehr leicht gemacht haben und mir die Nervosität auch teilweise genommen haben, indem einfach alle wirklich sehr, sehr offen waren und sehr lieb, wie gesagt, untereinander, aber auch natürlich in Bezug auf mich mit der Situation umgegangen sind. Jetzt waren ja nur sehr wenige Leute jemals in der gleichen Situation wie du. Wie kommt man mit dieser Situation zurecht? Legt man sich da einen Fahrplan bereit oder wie macht man das? Ich glaube, so einen Fahrplan für diese Art von Erfahrung kannst du dir, glaube ich, nicht machen. Also da, und das habe ich dann mir auch gesagt, ich bin da, habe da versucht, ganz unvoreingenommen ranzugehen, einfach so offen, wie es geht, an die Sache ranzugehen. Aber sich da richtig drauf einzustellen, ist, glaube ich, nicht möglich. Also wären wir jetzt bei der Bachelorette, dann würden sich ja alle theoretisch nur in dich verlieben dürfen. Jetzt sind wir aber bei Princess Charming. Da gibt es ja die Möglichkeit, dass sich die Kandidatinnen auch ineinander verlieben. Gab es da schwierige Momente für dich? Also problematische Momente würde ich das jetzt gar nicht nennen, weil das natürlich total schön ist, wenn sich da neben mir, die ja nun mal nur eine Frau sucht und nicht 20 auf einmal, wenn sich da noch eventuell Beziehungen sogar innerhalb der Kandidatinnen entstehen. Deshalb war mir das zum einen bewusst, dass das natürlich auch durchaus der Fall sein kann, aber ich habe das jetzt gar nicht kritisch beäugt, sondern da ist es dann wichtig, das einfach offen zu kommunizieren. Und das erwarte ich dann schon, dass dann auch mir gesagt wird, okay, ich glaube, ich habe jetzt gerade Gefühle für eine Person in der Villa entwickelt und deswegen wird es mit uns beiden wahrscheinlich eher nichts. Verrate uns mal, warum machst du mit bei Princess Charming? Also ich glaube, das spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für alle. Ich glaube, wir haben alle durch unsere Teilnahme schon bezweckt, damit auch einfach ein Statement zu setzen. Also ein Statement für mehr Sichtbarkeit, gerade von lesbischen Frauen, aber auch grundsätzlich natürlich das Thema Homosexualität, um da auch ein bisschen mehr Akzeptanz zu schaffen. Und ich meine, das ist natürlich das Schöne dabei, dass das die eine Seite ist und natürlich auf der anderen Seite du da nun wirklich auch die Möglichkeit hast, auch mit noch am Ende mit deiner Traumfrau rauszugehen. Und ich glaube, diese Mischung macht es auch einfach so besonders. Und das war auch der Grund, warum ich gerne ein Teil davon sein wollte. Also sagst du ja, da gibt es deiner Meinung nach noch großen Nachholbedarf, oder? Ja, also gerade wenn du dir die deutsche TV-Landschaft anguckst, sind lesbische Frauen eigentlich fast gar nicht vertreten. Und ich will das immer so, ich muss das nicht immer vergleichen mit den Männern, weil die nun mal auch einfach bedingt durch die letzten Formate wie Prince Charming einfach nochmal eine größere Sichtbarkeit haben und vielleicht auch vom Naturell teilweise ein bisschen mehr outgoing sind. Aber deshalb freue ich mich umso mehr, dass es jetzt einfach dieses weibliche Pendant gibt und wir uns ein bisschen sichtbarer machen können. Okay, damit genug getan mit der ernsthaften Seite der ganzen Geschichte. Lass uns wieder zum Spaßfaktor kommen. Wird geknutscht? Es wird geknutscht, ja. Heißt das, die Kameras hast du komplett ausgeblendet? Natürlich, ein bisschen im Hinterkopf hast du schon, dass da gerade eine Kamera auf dich gerichtet ist. Aber wenn ich knutsche und die Augen zu habe, dann sehe ich sie ja nicht. Und ich meine, das ist natürlich auch etwas, das zum Dating dazu gehört. Und ich küsse sehr gerne und deshalb konnte ich das zum Glück dann auch einigermaßen ausblenden, dass das gerade auch aufgezeichnet wird. Trotzdem, es ist ja ein sehr privater Moment, der im Fernsehen stattfindet. Jeder kann zugucken und was man gerne auch vergisst, auch die eigenen Eltern. Hast du deine da irgendwie drauf vorbereitet? Also ich habe meine Eltern schon darauf vorbereitet, dass sie mich knutschen sehen werden. Insofern ja, sind sie auf alles gefasst
Und ich glaube, es wird in erster Linie auch selbst komisch sein, sich da zu sehen. Und ihr könnt sie auch sehen. Die neuen Folgen von Princess Charming gibt es jetzt bei TV Now. Danke, Irina, dass du Zeit für uns hattest und viel Erfolg. Tschüss. Tschüss.